Jetzt live aus Köln. Der Presseclub mit Sonja Mikic. Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Seit Mitte März hat die EU in 5 Runden Sanktionen und Einreiseverbote gegen Russland verhängt, um das Land wegen der Ukraine-Politik zu bestrafen. Bislang ohne große Wirkung. Doch dann kam der mutmaßliche Abschuss der Boeing MH17. Und das scheint so etwas wie eine Zäsur gewesen zu sein, denn es gelten jetzt Sanktionen der Stufe 3 und die betreffen gleich ganze Wirtschaftssektoren, zum Beispiel den Finanzmarkt. Das kann hart werden. Unser Thema heißt heute: Genug gesprochen, wie Europa gegen Russland ernst macht. Die Fragen, die wir haben: Muss man Putin stoppen, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen? Wie viele im Westen denken, sind Sanktionen Politik oder nur Politikersatz? Gefährden sie die Machtstellung des Präsidenten Putin wirklich? Und das werde ich mit meinen Gästen vertiefen. Da ist Frau Fix von der Deutschen Gesellschaft für, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie heben die hohen Zustimmungsraten für Putin in der russischen Bevölkerung hervor. Willkommen. Daniel Brössler, Brüssel-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hält Sanktionen für richtig. Langfristig würden sie Wirkung zeigen. Dmitri Tulchinski, Bürochef der Nachrichtenagentur Rossiya Sivogodnia, warnt vor einer Entwicklung, die beiden Seiten nichts nutze. Und bei mir ist auch Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Berliner Tagesspiegel. Und er ist überzeugt, Russland ist abhängiger vom Westen als umgekehrt. Kontrollierte Konfrontation ist das Stichwort, eine gute Warnung an Putin. Und deswegen möchte ich alle Gäste jetzt ganz kurz fragen: Droht ein kalter Wirtschaftskrieg? Herr Brössler, fangen Sie doch an. Das wäre ich. Entschuldigung, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich sozusagen einen kalten Krieg hier heranziehen würde. Es droht eine schwere wirtschaftliche Auseinandersetzung. Die Wahl liegt jetzt bei Putin. Die erste Wirtschaftssanktionsrunde enthält ja eine Botschaft. Die hält die Botschaft, wir hätten auch viel mehr machen können. Es ist noch nicht die ganz große Keule, aber es sind Maßnahmen, die Russland wirtschaftlich wirklich wehtun können. Die Europäische Union und auch die Vereinigten Staaten warten jetzt ab, wie reagiert Russland. Und natürlich kann es eine Spirale geben, wenn Russland jetzt mit eigenen Maßnahmen dagegen hält, wenn es politisch dem Westen nicht entgegenkommt. Also eine Spirale der Sanktionen ist natürlich eine Gefahr, die es gibt. Sehen Sie auch diese Spirale? Sehen Sie die Gefahr? Die Gefahr sehe ich. Ich halte es aber nicht für das Wahrscheinliche. Ich halte für den Moment für das Wahrscheinlichere, dass sich beide mit ihren Sanktionen und Gegensanktionen unter einer bestimmten Grenze halten. Denn bisher deutet alles darauf hin, dass abgeschlossene Lieferverträge eingehalten werden. Deutschland tut alles, um zum Beispiel NATO-Vertrag einzuhalten, keine ständigen neuen Installationen in Mittel- und Osteuropa. Russland hat bisher alle Lieferverträge Gas, Öl eingehalten und insofern, man kann nicht ausschließen, dass es eskaliert, aber ich glaube, dass die höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass es unter einer gewissen Schwelle bleibt, unter Kontrolle bleibt. Herr Tulchinski? Dass die Sanktionen, die jetzt beschlossen sind, kommen nicht aus heiterem Himmel. Es wurde schon mehrmals gewarnt, also dass es mehrere Stufen geben wird. Und ich glaube, die beiden Seiten, der Westen wie auch Russland, konnten sich darauf einstellen, was jetzt auch passieren würde, kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig, also wird das Russland nicht so schmerzhaft treffen. Es wird den Westen vielleicht sogar schlimmer treffen. Aber ich sehe im Moment also keine Panik in Russland und wir werden sehen, also wie es weiterkommt. Frau Fix, teilen Sie die Ansicht? Nein, ich glaube, es wird keinen Wirtschaftskrieg geben, weil einfach Russland sehr viel abhängiger von uns ist in wirtschaftlichen Belangen. Deswegen wird es auch nicht dem Westen mehr schaden, diese Sanktionen durchzuführen, sondern es wird Russland ganz stark schaden. Und es wäre tatsächlich zu Russlands eigenem Schaden, wenn es jetzt retalieren würde mit eigenen Maßnahmen. Aber wir sind noch völlig zu Beginn der Sanktionen. Wir haben jetzt erst nach 3 Monaten nach Ausbruch des Konfliktes zum ersten Mal etwas härtere Sanktionen eingeführt. Und auch die Drohungen, die wir von russischer Seite hören über Energiepreiserhöhungen, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Also das möchte ich erst einmal sehen, dass Russland tatsächlich das, wovon es so stark abhängig ist, in Gefahr stellt und das Risiko eingeht. Ich glaube, dass Russland
nicht die ganze Europäische Union herausfordern wird. Was Russland versuchen wird, ist, einzelne Schwachpunkte zu finden. Wir sehen da schon erste Maßnahmen, zum Beispiel ein Importstopp auf polnisches Obst. Von solchen Maßnahmen werden wir mehr sehen. Ich glaube, Russland wird schauen, wo können wir ein bisschen wehtun, wo können wir die bestrafen, die wir für besonders schuld halten an den Sanktionen gegen uns. Und die russische Seite wird testen, wie einig ist die Europäische Union. Und genau darauf wird es, glaube ich, ankommen. Können wir noch mal einen Augenblick bei der Stufe 3 bleiben, was die jetzt genau bedeutet? Also, Banken in Staatsbesitz soll der Zugang zum europäischen Finanzmarkt verwehrt werden. Export, Import von Hochtechnologie, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden kann. Import, Export möglichst vermeiden oder stoppen. Technik zur Förderung von Öl, da wird es ja ein bisschen tricky, weil das ist ja eine sehr wichtige Technologie für die Russen, möglicherweise besonders schmerzhaft. Und es gibt ein Waffenembargo für neue, Betonung auf neue Rüstungsgeschäfte. Welche von diesen Sanktionen tut am meisten weh? Langfristig tun die indirekten psychologischen Folgen von Sanktionen am meisten weh. Wichtig ist ja erstmal, was Sie auch hervorgehoben haben, das alles gilt ja nur für künftige Verträge. Alle Verträge, die heute abgeschlossen sind, wie zum Beispiel der Liefervertrag französischer Hubschrauberträger für Russland, die sind ja nicht betroffen. Und das ist ja nochmal aus meiner Sicht das Hauptargument, warum wir nicht eine schlimme Eskalation befürchten sollten, weil bisher beide Seiten sagen, an geschlossene Verträge halten wir uns. Aber was Russland zu spüren bekommt, das sind ja die psychologischen Folgen. Jeder, der mit Russland Geschäfte macht und sich zum Beispiel überlegt, ob er in die sehr aufwendige, teure Technik für ein neues Öl- oder Gasfeld investiert, Millionen, und zwar, wenn es aufwendig ist, dreistellige Millionensummen, der hält sich damit im Moment zurück. Aus Russland fließen in diesem Jahr mutmaßlich 100 Milliarden Dollar Investitionen ab, werden nicht getätigt, werden abgezogen. Also diese ganzen indirekten Dinge, dass die möglichen Geschäftsfreunde Russlands verunsichert sind, ob sie dort überhaupt noch was tun sollen. Das ist das, was wirklich trifft. Und vielleicht sollte man noch einen Punkt dazu sagen. Sanktionen sind ja nicht wie ein Mechanismus. Es ist nicht so, ich wähle jetzt die Variante 6D, dann schmeiße ich das Geld da oben in den Automaten rein, das Auslösen genau des Sanktionsmodells 6D kostet und dann kommt nach 3 Monaten das und das raus. Sondern man startet Sanktionen, man denkt, dass sie das Gegenüber beeindrucken werden. Fast nie haben Sanktionen genau die Wirkung, die man ursprünglich mal avisiert hat. Aber sie haben Wirkungen. Und die sollen eben den Preis für die andere Seite hochtreiben. Und ich glaube, bei Russland kann man schon jetzt sehen, dass diese psychologischen Folgen für den finanziellen Umgang mit Russland, für den Umgang von Investoren mit Russland, die sind schon jetzt sichtbar. Da kann ich ja also Herrn von Marschall beipflichten. Also diese psychologische Wirkung gibt es. Und sie trifft, glaube ich, also genauso die deutschen Firmen. Also es gibt ja mehr als 6.000 deutschen Firmen, also die im Russlandgeschäft sind. Also ungefähr 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland sind von diesen Geschäften abhängig. Und was ich jetzt höre aus Russland, aus Moskau, also da sind auch die Firmen dort, also die im Russlandgeschäft sind, also ziemlich irritiert und unsicher, also wie es weitergeht. Also die Russen sprechen an ihnen vorbei oder wollen mit ihnen also auch nicht so sich nicht so festlegen, also im Geschäftlichen. Und auch hier, wobei, da wollte ich noch sagen, also in Russland die Sanktionen, also die werden vor allem eher also auf die Großkonzerne, auf die Großbetriebe, Unternehmen gerichtet sind, also werden auf Großunternehmen gerichtet sein, während in Deutschland also da mittelständische Betriebe also mehr ausgeprägt sind, also und für sie wird es wahrscheinlich also nicht so leicht sein, also diese Unsicherheit also auszuhalten. Ich würde dazu nur einen Punkt sagen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Russland und den westlichen Staaten im Augenblick. Die russische Bevölkerung ist einem Medienumfeld ausgesetzt, in dem der russischen Öffentlichkeit vermittelt wird, wir sind stark, wir können das aushalten, wir werden unter diesen Sanktionen nicht leiden. Während wir im Westen eine Diskussion haben, in der relativ offen gesagt wird, das wird uns auch was kosten. Wenn Sie die Vertreter der Spitzenverbände der Wirtschaft hören, überraschenderweise sagen die alle, das ist eine politische Entscheidung. Wir verstehen, dass die jetzt getroffen werden müsste. Das klingt sehr anders als noch vor einigen Monaten. Also es gibt im Westen, glaube ich, eine Erkenntnis,
dass wir, obwohl das kostet, es jetzt tun müssen. Während es in Russland den Glauben gibt, der von den staatlichen Medien gefördert wird, dass das nichts kostet und dass Russland sehr stark ist und das aushalten kann und nur Westen wird darunter leiden. Insofern wird über eine längere Frist eine Überraschung einsetzen in Russland und eine möglicherweise Enttäuschung, wenn die Menschen, was ja nicht das erste Mal wäre, eine Diskrepanz zwischen Propaganda in ihrem Land und der Wirklichkeit feststellen. Das wird eines Tages, wird diese Stunde der Wahrheit wahrscheinlich kommen. Herr Mörsler, das stimmt nicht. Also, dass Sie dieses Bild so malen, also dass Russland sich der Wahrheit verschließt, also beziehungsweise der Wirklichkeit verschließt und die Medien also nur sagen, also wir werden es aushalten, wir werden es aushalten. Aber es wird natürlich Russland treffen und das wird ja auch gesagt. Also es ist nicht, also, wie Sie das hier sagen. Man muss ja nur, ich würde vielleicht also davor warnen, also Russland als ein Koloss mit auf tönernen Füßen sich vorstellen. Und es genügt also jetzt richtig zu schlagen auf diese tönernen Füße und dann wird der Koloss zusammenbrechen. Also da würde ich also vor dieser Illusion also meine Kollegen wirklich warnen. Und zu allen, also dass Russland viel abhängiger ist also vom Westen als umgekehrt, da würde ich auch nicht unbedingt so sehen. Also, und ebenfalls also vor der Illusion warnen, also das ist so. Und wenn wir richtig zupacken, also wenn die Russen sich hinknien und um Entschuldigung betteln. Also um ein paar Zahlen reinzubringen, noch einmal zu dem deutsch-russischen Wirtschaftsverhältnis. Deutschland exportiert 3%, also 3% des deutschen Handels geht nach Russland, das ist nicht viel. Das ist eigentlich der Exportzuwachs, den Deutschland sowieso schon jedes Jahr hat. Russland rangiert auf Platz 11 von Deutschlands Wirtschaftspartnern. Also es ist jetzt wirklich nicht die große Panik, die man schüren sollte, die uns treffen wird. Und zu den Abhängigen, die uns im Westen treffen wird. Russland trifft es viel stärker, weil das russische Staatsbudget zu 50% aus Einnahmen aus dem Gas- und dem Ölsektor besteht. Das heißt, da hält sich die EU und die USA ja bisher noch zurück. Der Gassektor ist ja bisher noch überhaupt nicht angegriffen worden. Sollte es aber so weit kommen, ist Russland sehr viel verletzlicher. Und es geht natürlich auch nicht darum, Russland sozusagen völlig in die Knie zu zwingen. Das möchte ja niemand. Aber Sanktionen haben immer zwei Funktionen. Es geht einmal darum, eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Aber es geht darum, auch Normen zu bestärken und einfach mal zu sagen, es gibt Regeln. Und wenn gegen diese Regeln verstoßen wird, dann müssen wir auch etwas dagegen tun. Wir können das nicht einfach akzeptieren, dass sich ein Weltbild durchsetzt von Ländern zweiter Klasse in unserer Nachbarschaft. Und diese Funktion von Sanktionen ist gerade für Russland im Moment sehr wichtig zu verstehen, dass es uns nicht nur darum geht, Russland in die Knie zu zwingen, überhaupt nicht. Es geht uns darum zu vermitteln, dass wir in einer europäischen Gemeinschaft leben, wo jedes Land die gleichen souveränen und territorialen Integritätsrechte hat wie jedes andere. Ja, das ist schon klar, Frau Fix. Sie haben das, ich meine, also der Westen, die EU hat schon mehrmals gesagt, also wir werden es machen, also wir sind das also unseren Werten schuldig, unserem Volk, unseren Gesellschaften schuldig und das machen wir, okay. Und Sie tun sehr gut daran, also wenn Sie die sensiblen Bereiche unserer Beziehung, also wie Gas, erstmal außer Acht oder außen vor lassen. Ich glaube, Sie kommen also noch nicht also auf die Idee, also uns diese Gaslieferung nicht zu bezahlen, also wie das die Ukraine macht. Und ich glaube, Russland ist die Vorstellung ganz weit entfernt, Gas nicht mehr zu liefern. Also, und da würde ich also einen Vermarschall wieder beipflichten. Also die geschlossenen Verträge müssen eingehalten werden und die werden eingehalten werden. Wenn, wir bezahlen, aber nicht, nicht die gleichen Gaspreise wie die Ukraine. Das ist das Problem. Darf ich Sie was fragen? Worin, wenn Sie was wir natürlich gerne hören, wenn Sie sagen, die Gasverträge werden eingehalten, worin besteht dann eigentlich die russische Stärke, wenn Sie sagen, wir als Westen werden auch stark leiden? Das sehe ich nicht ganz. In den vergangenen Jahren ist immer von russischer Seite gesagt worden, und in Deutschland haben wir das auch sehr oft gehört, Russland ist ein sehr zuverlässiger Gaslieferant. Das war sogar zu Sowjetzeiten so. Das war schon zu Sowjetzeiten. Es ist immer gesagt. Wir haben die Diskussion gehabt während des Baus der Ostsee-Pipeline, wo man gesagt hat, wo es Kritik gab, dass wir vielleicht zu abhängig werden könnten. Das Gegenargument war immer,
Es gibt keinen Anlass zur Sorge, weil die Sowjetunion und in der Folge dann Russland immer ein sehr zuverlässiger Lieferant war. Russland lebt, da es wirtschaftlich in den vergangenen Jahren leider nicht sehr vorangekommen ist, was diese Diversifizierung angeht. Russland lebt also von diesen Gasexporten. Und deshalb verstehe ich nicht, worin die Stärke liegen könnte. Sollte Russland sich entscheiden, einzelne EU-Staaten von der Gasversorgung abzukoppeln, was für diese Staaten, das muss man sagen, natürlich verheerende Folgen hätten, im Baltikum zum Beispiel, dann ist eigentlich das russische Hauptgeschäftsmodell in Trümmern. Wenn klar wird, dass das, was oft befürchtet worden ist, tatsächlich Wirklichkeit wird, dass nämlich Energie als Waffe eingesetzt wird von Russland, dann sind, glaube ich, die Konsequenzen mittel- und längerfristig für Russland verheerend. Ich will Ihnen ja beiseite springen, weil Sie sind mir ein bisschen einsam. Vielen Dank, aber wir haben ja damals gemerkt, ich glaube, das war 2009, da hat Russland für ein paar Tage nur wegen nicht bezahlter Rechnungen der Ukraine den Gashahn ein wenig zugedreht. Bitte? Ja, aber da kam dann weniger Gas auch in Bulgarien an. Es kam in der Slowakei weniger Gas an. Die Leute fuhren, die Fabriken kamen zu einem Stillstand für ein paar wenige Tage. Und zwar das heißt durch die Ukraine, weil die Ukraine sich am russischen Gas vergriffen hat. Ja, deswegen weniger Gas für Bulgarien. Jetzt aber nochmal, wir reden ja von der gegenseitigen Abhängigkeit. Ist es nicht so, dass Russland trotzdem eine starke Karte da spielen kann, in dem Sinne, wie Sie gesagt haben, auch durchaus spalten kann? Könnte, muss man dazu sagen. Also spielen wir doch mal dieses Eskalationsmodell durch. Also Russland sagt, erstens, wir drehen jetzt der Ukraine den Hahn ab. Dann wird die Ukraine nicht sagen, okay, wir nehmen kein Gas mehr, aber alles Gas, was nach Europa soll, leiten wir durch. So, Russland wird dann der unzuverlässige Lieferant sein, will es nicht. Zweitens, was gegen die Eskalation spricht, man kann ja zum Beispiel in Deutschland mit Gazprom reden. Deren größte Probleme sind im Moment, dass sie den Preis nicht halten können, sondern Preisdruck, da ist nach unten. Zweitens, dass im Moment nicht mehr Gas von Europa verlangt wird, sondern weniger. Wir haben ja diese etwas absurden für die Umwelt Mechanismen, dass im Moment Kohle so billig ist, dass man Gaskraftwerke abschaltet und stattdessen Kohlekraftwerke wieder anschaltet. Das ist vielleicht nicht gut für die Umwelt, aber senkt auch unsere Abhängigkeit von Russland. Wofür man es wirklich braucht, ist der kommende Winter. Im Moment sind wir nicht in dieser Situation. Dann würde es schwierig werden, alle Heizungen in Europa ohne russisches Gas zu füllen. Aber es wäre wirklich ein russischer Selbstmordkurs, ein wirtschaftlicher Selbstmordkurs. Das Einzige, was sie haben, als verlässlicher Gaslieferant dazustehen, wenn sie das aufs Spiel setzen. Und da gibt es auch keine schnellen Alternativen. Also ich meine zum Beispiel jetzt der Vertrag mit China, das klingt für manche wahnsinnig spannend. Die Pipelines sind ja noch nicht mal gebaut. Natürlich. Und Russland musste auch da im Preis nachgeben. Alles das zeigt, dass Russland aus guten Gründen diese Karte nicht überreizt. Und der eigentliche Kampf, der stattfindet, der ist doch gar nicht, dass man es wirklich macht. Bisher gibt es weder sehr harte europäische Wirtschaftssanktionen, noch gibt es sehr harte russische Gegensanktionen. Sondern man versucht mit dieser Angst vor Sanktionen die jeweiligen Bevölkerungen zu beeindrucken, obwohl das, was da angedroht wird, gar nicht passiert. Und wenn man, solange Russland Interessenpolitik betreibt, auch nicht passieren wird. Eine vielleicht naive Frage, die ich in den Raum stellen würde. Wer verhängt jetzt die Sanktionen? Also das haben Sie vergessen, also das ist der Westen, der die Sanktionen jetzt verhängt. Deswegen, wie kommen Sie jetzt darauf, also dass Russland jetzt auf den Gang kommt, also Gaslieferungen einzustellen? Also das, wie gesagt, also wir das sagen, wird... Ja, es wird nicht passieren. Das wird, bitte? Ich sage ja, das wird nicht passieren. Es ist ab und zu diese Drohung im Raum. Deswegen brauchen wir also diese Voraussetzung, also die jetzt an dritter oder an zweiter oder an zehnter Stelle kommt, also und in meinen Augen also rein theoretisch ist, also oder hypothetisch, also in diese Situation. Da sind wir uns ja einig. Ich hatte Ihnen die Frage, worin besteht zurzeit die russische Stärke? Naja, weil Sie sagten, der Westen wird, wieso wird der Westen mehr leiden unter den Sanktionen? Herr Bressler, Sie haben nicht vielleicht missverstanden oder ich habe mich also nicht ganz klar ausgedrückt. Also ich sage nicht, also Russland wird nicht leiden und ich sage nicht, also dass Westen also mehr leiden oder bedeutend mehr leiden wird. Also beide Seiten, also für beide Seiten ist es schlimm, also die Sanktionen, nicht? Also ich würde sagen, also, habe ich ja auch gesagt, das kommt nicht überraschend. Das ist eher so eine
obwohl es eine Wirtschaftsmaßnahme ist, eher ein politischer Natur, nicht? Also das haben wir erklärt, das müssen wir einhalten und das haben wir auch gemacht. An diesem Primat der Politik, der jetzt die deutsche Wirtschaft folgt, also wird mehr Verluste geben, als es Vorteile gibt. Übrigens, also noch ein Wort, die deutschen Wirtschaftsverbände, Herr Cordes hat am 22. Juli gesagt, also dass so sinngemäß natürlich, also das ist noch ganz, ganz schlimm mit den Sanktionen. Und zwei Tage später hat er gesagt, also Politik hat es entschieden, also wir wollen also der Politik folgen. Also es sah so aus, als ob ihr also von den Politikern also doch überwältigt worden ist. Das weiß ich nicht. Ich wollte nur einen Punkt. Ist natürlich eine Spekulation. In wessen Macht liegt es denn, die Sanktionen zu beenden? Also es ist ja nicht so, dass die EU, Sie haben es ja selber gesagt, es war lange angekündigt. Die EU hat über Monate hinweg, seit dem Ausbruch der Krise, seit der Annexion der Krim und der Destabilisierung der Ostukraine, es hieß ursprünglich, sollte die Ostukraine destabilisiert werden, werden Sanktionen der Stufe 3 eingereicht. Danach ist die ganze Destabilisierung passiert und es ist über Monate nichts passiert. Es gab genug Möglichkeiten von Russland, darauf einzugehen, die ausgestreckte Hand irgendwie anzunehmen, zu irgendeinem Kompromiss zu kommen. Und diese wurden nicht genommen. Und auch jetzt heißt es ja immer noch, die Sanktionen werden überprüft innerhalb von kürzester Zeit. Also es wäre doch eigentlich, wenn Sie sagen, es ist für beide schlecht, beide leiden darunter, dann wäre es doch eigentlich von russischer Seite Zeit und angebracht. Also Russland wird immer wieder an Spangen gestellt. Also, und wenn Sie jetzt also über die Deeskalation sprechen, also dann, wenn Sie das auch nicht aussprechen oder auch aussprechen, also ist Russland der alleinige Schuldige. Und wer an der Deeskalation schuld ist, also sage ich Ihnen ganz einfach, also der Westen, also weil Sie jetzt also mit einem Finger auf Russland zeigen und drei Finger also auf sich selbst nicht mehr merken, also wo Sie jetzt nicht auf Kiew zugehen und alle Mittel, also die im Westen, in den USA, der EU zur Verfügung stehen, Poroschenko unter Druck setzen, also erstmal Waffen ruhen zu lassen und sich an den Verhandlungstisch zu setzen, also egal, also mit wem er da sprechen wird, Hauptsache es wird erstmal Waffenruhe, Stillstand, Waffenstillstand erreicht. Und erst dann also kann man dann nach einer Lösung weiter suchen. Aber lassen Sie uns noch mal über die unmittelbaren Folgen, die wir jetzt schon sehen können, jetzt für die deutsche Wirtschaft schauen. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass viele Arbeitsplätze auch von diesen Exporttätigkeiten der deutschen Wirtschaft abhängen. Adidas zum Beispiel zieht sich aus Russland zurück, macht bestimmte Filialen nicht mehr auf, hat ein super gutes Russlandgeschäft. Läuft im Moment nicht. Der Maschinenbauer MAN hat weniger Aufträge, 20 bis 25. Das ist jetzt schon in den Geschäftsbüchern zu sehen. Ist das eigentlich der deutschen Bevölkerung so klar? Oder teilt sie auch die Meinung, für unsere Werte nehmen wir das hin? Und die Frage, die sich noch anschließt, ist, möglicherweise ist Deutschland im europäischen Chor sozusagen mittel- und langfristig besonders betroffen, muss also überproportional bezahlen. Ist das der Bevölkerung klar? Ich glaube, wir sind hier in einem großen Lernprozess in diesen letzten Monaten. Am Anfang, also es gibt ja auch bei uns Interessensverbände, die völlig berechtigterweise ihre Interessen vertreten. Man muss nur eben sehen, es sind halt Spezialinteressen, die da vertreten werden. Das ist zum Beispiel der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, der immer mit diesen 300.000 Arbeitsplätzen kommt. Frau Fix hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, was die Größenordnung des gesamten deutschen Russlandhandels betrifft. Das, wenn es rein statistisch wäre, das ist nicht bedeutsam, wirklich nicht. Das bedeutet ein Jahr Nullwachstum, sonst gar nichts. Wenn wir auf den kompletten Russlandhandel von heute auf morgen verzichten, worüber niemand redet, niemand schlägt das vor, es steht auch gar nicht zur Debatte, es wird auch nicht passieren, dann würde das bedeuten, dass Deutschland in diesem Jahr ausnahmsweise mal kein Exportwachstum hat und nächstes Jahr wieder 3%, wie immer. Es ist also statistisch nicht so bedeutend, wie getan wird. Und das ist ein Lernprozess. Das bedeutet aber nicht, dass es ungefährlich ist oder risikolos, weil es in Einzelbereichen sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben kann. Über Gas haben wir geredet, das versteht jeder, Heizung. Anderes Beispiel. Airbus Flugzeugbau geht nicht ohne Titan aus Russland. Russland hat einen Liefervertrag geschlossen. Wenn Russland sagen würde, wir halten uns nicht mehr an unseren Titan-Liefervertrag, dann kann Airbus in ein paar Wochen die Produktion einstellen. Das werden die aber nicht tun, aus guten Gründen. Das ist ja immer wieder mein Versuch zu sagen,
Ja, das sind politische Signale. Wir glauben an die psychologischen Folgen von den Sanktionen. Aber wir haben kein Interesse, das zu eskalieren auf so eine Stufe. Russland hat kein Interesse, es zu eskalieren. Im besten Fall, wenn diese Linie hält, wir halten uns immer noch an bestimmte Verträge und an einen bestimmten Austausch, dann kann auch das wieder die Gesprächsbasis sein, um irgendwann einmal auch über die Ukraine und die Lösung für die Krim und so weiter zu reden, weil diese Dinge weiterhalten. Also es ist nicht so groß, wie uns die Interessensverbände sagen, aber es wäre auch wirklich sehr dumm zu behaupten, Russland kann uns gar nicht. Die können uns, wenn sie wollen. Herr Brössler, der Kollege spricht von politischen Signalen, die von uns ausgehen. Schauen wir mal die politischen Signale im Land, in Moskau an. Da wird ja auch gerne gesagt, dass die EU-Sanktionen eigentlich auf Druck der USA zustande kommen. Dass also dahinter die USA stehen, die die Europäer sozusagen vorantreiben. Ist das ein richtiger Vorwurf? Nein, ich glaube nicht, dass das ein richtiger Vorwurf ist. Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten eine intensive innereuropäische Debatte über den richtigen Umgang mit Russland. Und es gab eine Mehrheitshaltung in der Europäischen Union. Deshalb stimmt es auch nicht ganz, was Herr Tulczynski sagt, dass man da einmal gedroht hat und dann musste man das auch umsetzen. Es gab eine Debatte und eine Meinung, wir wollen eigentlich in die Stufe 3 nicht gehen. Das war eine Mehrheitsposition innerhalb der EU. Die große Hoffnung war, dass das nicht nötig sein würde, dass diese Signale eben reichen würden und dass man zu Kompromissen kommt, ohne in die Stufe 3 zu gehen. Warum ist man in die Stufe 3 gegangen? Weil es einen Wendepunkt gab und das war der Abschuss des Fluges MH17. Das war ein Wendepunkt für die Öffentlichkeit in der Europäischen Union, in vielen Ländern, vor allen Dingen natürlich in den Niederlanden, die besonders stark betroffen waren, aber auch anderswo. Nicht so sehr, weil man jetzt direkt Wladimir Putin dafür verantwortlich macht, dass diese Maschine abgeschossen wurde, obwohl es natürlich eine Verantwortung gibt, weil irgendwoher muss ja die Waffe kommen, sondern deshalb, weil ein großes Erschrecken darüber da war, dass nicht einmal dieses Ereignis dann zu einem Umdenken geführt hat und zur Bereitschaft, vielleicht die Waffenlieferungen wenigstens zu stoppen in die Ostukraine. Und das war dann eine sehr europäische Diskussion. Es gab in den vergangenen Monaten sicher Druck aus den USA. Aber dieser Druck hat eben nicht bewirkt, dass die Europäische Union ihre Politik vollkommen verändert hat. Sondern es war dann eine Veränderung der innereuropäischen Gemengelage, in der auch einzelne Regierungen, die vorher sehr vorsichtig waren, wie zum Beispiel die niederländische, dann gesagt haben, das können wir unserer Bevölkerung nicht mehr erklären, dass wir das einfach alles so geschehen lassen und nichts tun. Um da vielleicht noch zu ergänzen zum Narrativ. Es ist ja auch vor allem ein Narrativ, was die russische Regierung in den Medien transportiert, weil auch der russische Präsident muss seiner Bevölkerung ja erklären, wenn wir doch alles richtig machen, warum ist dann Europa gegen uns und warum ist zum Beispiel unser guter Freund Deutschland, mit dem wir immer gute Beziehungen haben, warum sind die plötzlich gegen uns und erheben Sanktionen? Und da ist natürlich das Narrativ, dass die USA dahinter stecken und uns vor den Karren sparen, ganz beliebt. Und dass Deutschland die Sanktionen besonders treffen und die Auseinandersetzung mit Russland besonders trifft, ist auch eine Illusion. Es gibt Staaten in Europa, die sind sehr viel mehr abhängig, sowohl was den Handel betrifft, als auch die Energieversorgung betrifft. Polen, Bulgarien, baltische Staaten, da gibt es noch sehr viel größere Abhängigkeiten. Es ist irgendwie so in unserem Kopf drin in Deutschland, dass wir besonders exponiert sind. Das sind wir gar nicht. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir solidarisch sein können mit den anderen europäischen Ländern. Das ist der ganz wichtige Punkt. Es ist schön, wenn wir sagen für uns, okay, es ist jetzt nicht so hart für uns, aber was machen wir, kaufen wir jetzt die polnischen Äpfel, die nicht mehr nach Russland exportiert werden? Wie können wir anderen Ländern gegenüber solidarisch sein? Ich habe heute Morgen in der Sonntagszeitung eine interessante Schlagzeile gelesen, nämlich Träume, Doppelpunkt, kann Deutschland sich von Putin befreien? Fragezeichen. Und da fiel mir wieder auf, dass wir im Westen dazu neigen, diesen Konflikt auch sehr stark auf die Person Putin zuzuschreiben. Der Konflikt mit Russland wird personalisiert. Und darum kommen wir jetzt auch zum zweiten Teil unserer Debatte. Putin ist in seinen Handlungsmöglichkeiten noch viel, viel mächtiger als damals die Generalsekretäre der KPDSU. Er kann also vieles und vieles bewirken. Wir schauen jetzt mal auf seine Stellung im Inneren. Stärken, Schwachpunkte. Wie mächtig ist Präsident Putin in diesem Konflikt? Hat er die Loyalität der Bevölkerung hinter sich? Offenbar schon. Das zeigen auch die Umfragen.
Das zeigt auch die Diskussion, die Medien, also die Diskussion widerspiegeln, also die russischen Medien meine ich. Was Russland allerdings stört, also da möchte ich also doch nicht der Stimme enthalten, also was Herr Brössler jetzt gesagt hat, was Russland jetzt stört, also dass bei allem, also was auch immer passiert, also wird Russland immer wieder angeprangert. Wir stellen erstmal fest, also es ist Krieg, also es wird geschossen, die Leute sterben. Wem wird die Schuld dafür gegeben? Also Kiew wird außen vor gelassen. Man spricht auch nicht so sehr über die Separatisten, also über die Aufständischen, über die Rebellen. Die andere Tatsache, Flugzeug ist abgeschossen worden oder abgestürzt. Herr Brössler sagt, naja, von irgendwo muss diese Rakete kommen. Also da unterstellt er natürlich, also natürlich muss es ja eine russische Rakete sein. Entweder aus Russland oder im schlimmsten Fall also aus den Händen der prorussischen Separatisten. Also man lässt nicht einmal eine Möglichkeit zu, also dass es ja woanders kommt. Also was russische Quellen da besagen, also wird hier in diesen Medien also wirklich an zehnter Stelle mal flüchtig erwähnt. Und die Russen meinen, also, dass eher viel wahrscheinlicher ist, dass es aus Versehen, also von der ukrainischen Armee, also die ja auch schlecht ausgebildet ist, also die ja da sich, also das heißt also Glück im Unglück, also kann man sagen, also in diesen schrecklichen Zuständen besser wird, also besser zu kämpfen lernt. Aber also das alles, also geht an alles vorbei. Herr Tulczynski, darf ich darauf reagieren? Noch kurz nach dem Abschuss dieses malaysischen Verkehrsflugzeugs haben sich die Separatisten gebrüstet mit dem Abschuss eines ukrainischen Militärflugzeuges, einer Antonov. Das ist dann aus den sozialen Netzwerken entfernt worden. Es gibt eine Fülle von Indizien. Die westlichen Regierungen sind mittlerweile wirklich überzeugt davon, dass es ungebrochen einen Fluss von schwerem Kriegsgerät aus Russland in die Ostukraine gibt. Sie können das bestreiten, aber ich glaube, niemand... Ich grätsche jetzt grausam dazwischen, weil in der Tat, wir werden jetzt nicht... in dieser Sendung, wo es um die jüngsten politischen Maßnahmen aus Brüssel geht, noch einmal diesen Fall zu Ende diskutieren können. Ich möchte tatsächlich noch mal auf die Stellung des Präsidenten, auf die Haltung der Regierung in dieser Sanktionsfrage zurückkommen und auch auf Loyalität in Teilen der russischen Bevölkerung. Die breite Bevölkerung, aber auch die Oligarchen, auch die im Finanzsektor, die ja jetzt tatsächlich getroffen werden. Herr von Marschall, sehen Sie da etwas in naher Zukunft bröckeln? In naher Zukunft sehe ich das nicht bröckeln. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Kampf, die Auseinandersetzung um die Ostukraine, der wird die nächsten Jahre dauern. Er wird nicht in Wochen, auch nicht in Monaten zu befrieden und zu beenden sein. Wladimir Putin ist erstmal im Moment natürlich auf einer Woge der Zustimmung, weil das, was sich den Menschen darstellt, er hat erstmal Erfolg gehabt. Er hat sich erstens überhaupt mal dem Westen entgegengestellt. Er hat die Krim wieder einverleibt. Er sagt, dass er die Russen, die aus russischer Darstellung aus guten Gründen in der Ostukraine gegen Kiew aufbegehren, dass er die unterstützt und dass notfalls es da auch sozusagen dieses Recht gäbe, zu deren Unterstützung Menschenrechtsverletzungen einzugreifen. Nicht? Insofern, Putin ist im Moment auf dem Höhepunkt. Wir sehen leichte Anzeichen, dass die Leute, die aus der Geschäftswelt in Russland sind, die können sich natürlich vorstellen, dass diese Sanktionen Wirkung haben und dass damit das Geschäftsmodell untergraben wird. Wie weit die Überzeugungskraft im Kreml haben, das ist eben eine der offenen Fragen. Aber wenn, wird es eine solche Debatte nur über die Monate geben. Und was der Kollege Daniel Brössler, aber auch was Frau Fick sagte, langfristig werden die Russen es zu spüren bekommen, diese Sanktionen. Die Folgen, dass eben nicht mehr dort investiert wird. Dass auch Russen ihre Gelder abziehen aus Russland und diesem Land sozusagen keine Zukunft geben. Irgendwann wird das unten ankommen. Und das wird aber dauern. Und letzter Gedanke dazu, wir wissen nicht, wie schnell es geht, wir wissen nicht, in welcher Richtung sich das politisch auswirken wird. Und möglicherweise werden wir in 2, 3 Jahren
vor der Gefahr stehen, dass Russlands, dass Putins Glaubwürdigkeit in Russland also schwächer geworden ist, dass er nicht mehr diese starke Position hat. Nur wer sagt denn, dass danach jemand Gesprächsbereiteres kommt? Es könnte ja sein, dass durch diese Eskalation der nationalistische Gedanke in Russland an Stärke gewinnt und jemand Extremeres kommt. Das ist eigentlich die historische Erfahrung in solchen Situation, dass sich das nicht in der Richtung auswirkt, dass es ziviler wird, sondern dass letzten Endes dann dieses nationale Gebaren noch schlimmer werden könnte. Und das sind die Risiken, mit denen wir zu tun haben. Und wir wissen alle nicht, wie es kommen wird. Aber das ist sozusagen die politische Herausforderung, vor der auch jetzt westliche Regierungen stehen. Wie kann man das, soweit man überhaupt was steuern kann, wie kann man versuchen, das in die richtige Richtung zu steuern? Frau Fix, in den Nachrichten, ich glaube, das ist ein wenig untergegangen, hörte man, wenn man genau hinschaute, dass das russische Parlament jetzt so etwas wie eine Reichensteuer debattiert zumindest, dass also die Superreichen, ich glaube, die bei 21.000 Euro Monatsgehalt liegen, dass die von 13% auf 30% in der Einkommensteuer belastet werden sollen. Würde Putin so die Loyalität der Elite ziemlich schnell verlieren? Er hat diese Loyalität, die ist für ihn zum Machterhalt erst einmal aus finanziellen Gründen nicht so wichtig, weil er, wie gesagt, den großen Teil seines Budgets aus Öl- und Gaseinnahmen bestreitet. Aber wenn dieses Gesetz tatsächlich durchgesetzt wird, was ich jetzt erst einmal bezweifle, kommt dieser klassische Konflikt, den man in der russischen Elite hat, zwischen den Sicherheitsapparaten und zwischen den Wirtschaftsliberalen, der sich in den letzten Jahren noch immer wieder neu ausgespielt hat, kommt hier immer wieder zum Tragen. Wir haben die Wirtschaftsliberalen, die jetzt vor allem in den letzten Jahren noch immer wieder in den Hintergrund geraten sind. Die sind nicht in unserem Sinne wirtschaftsliberal, sondern sie profitieren von dem Wirtschaftssystem, was aufgebaut worden ist. Momentan sind es eben die Siloviki, die aus den Sicherheitsapparaten, die in Fragen der nationalen Sicherheit sozusagen die Hauptberaterposition bei Putin haben. Und ich würde Ihnen da absolut zustimmen, Herr von Marschall, wenn man sich in Russland umhört. Es ist ja nicht so, als ob die russische Opposition die Krim zurückholen würde. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der berühmteste Oppositionspolitiker Nawalny plötzlich an die Macht kommt, auch er würde die Krim nicht zurückholen. Und wenn man sich noch mal die Umfragen anschaut, zwischendurch gab es eine Mehrheit der russischen Bevölkerung hat sich zwischendurch dafür ausgesprochen, dass Russland das Recht hat, Teile eines anderen Landes zu annektieren, nicht nur zu eine Schutztruppe hinzuschicken, sondern zu annektieren, wenn die Interessen der Russen dort betroffen sind. Also der Diskurs in der russischen Bevölkerung ist wirklich sehr, sehr stark geprägt von den Medien und von den staatlich gelenkten Medienagenturen. Herr Tulschinski, im Westen müssen wir immer sehr viel Kreml-Astrologie betreiben. Wir wissen eigentlich sehr wenig, wie jetzt das Weltbild im Kreml ist. Sie sprachen von eher liberaleren Kreisen, die es möglicherweise gibt. Sie sprachen von der Geschäftswelt. Haben wir da tatsächlich vorrangig jetzt, sagen wir mal, den Sicherheitsapparat, das Verteidigungsministerium und so weiter, also diese Kräfte, die das Sagen haben? Oder gibt es da noch andere, die sagen, zurück nach Europa, zurück ins Europäische Haus? Ich glaube, die Meinungsvielfalt also ist durchaus gegeben in Russland. Und es gibt sowohl das andere als auch das eine, auch das andere. Und es kommt darauf an, bei den Spitzenpolitikern, also vor allem also beim Präsidenten, eben gemäßigt da zu reagieren, also besonnen sein. Was, glaube ich, zurzeit doch einigermaßen auch geschieht. Herr von Marschall, es ist eindeutig Putins Trauma gewesen, dass die Ukraine ins westliche Lager abrutscht. Haben wir das verstanden im Westen? Haben wir gesagt, das muss halt so sein, muss er hinnehmen? Ein bisschen ist das natürlich so, weil wir den Grundsatz haben, dass jedes Land selber souverän entscheiden darf. Es gibt nicht europäische Länder, die ein Selbstbestimmungsrecht haben und andere, die müssen halt leider Rücksicht auf Russland nehmen und dürfen ihre nationalen Rechte nicht verteidigen. So denken wir halt nicht. Aber man hätte es politisch besser machen können. Der Glaube war, NATO-Erweiterung nein, weil das Russland zu sehr provoziert. EU-Erweiterung geht und das hat dann
unerwarteterweise zu einem so scharfen Konflikt geführt. Insofern hat der Westen einen Fehler gemacht. Allerdings muss man auch sagen, wenn Putin das Ziel hatte, die Ukraine für die Eurasische Union zu gewinnen, dann muss man sagen, er hat dieses Ziel verfehlt. Wer kann sich vorstellen, wenn man Krieg gegen ein Land führt, dass das dann noch einmal als Wirtschaftspartner zu gewinnen ist? Also auch Putin hat sich völlig verkalkuliert und hat schwerwiegende Fehler gemacht. Und ich warte immer darauf, dass auch dort mal das Aufwachen beginnt und mal die politische Analyse, was haben wir gewollt, haben wir es erreicht, haben wir nicht alle diese Ziele letztendlich verloren durch die Art, wie wir vorgegangen sind. Das gilt natürlich auch für den Westen. Hat Europa das Gute, insbesondere Deutschland, aber nicht nur, ein gutes oder pragmatisches Verhältnis zu Russland, der Ukraine wegen geopfert? Ich glaube nicht, dass der Westen oder Deutschland wirklich eine andere Wahl hatten. Es ist ja auch nicht so, wie es gerne dargestellt wird, dass die Europäische Union, die Ukraine versucht habe, irgendwie zu sich heranzuziehen und dabei russische Interessen missachtet habe. Es ist so, dass es seit vielen Jahren einen Konsens in der Ukraine gab, dass man sich der Europäischen Union annähern will. Diesen Konsens hat zum Beispiel auch Präsident Janukowitsch angehört. Es gab ein breites Einverständnis. Man will dieses Assoziierungsabkommen übrigens keinen. Es ging dabei nicht um einen Beitritt zur Europäischen Union, sondern ging. Machen Sie jetzt nicht die Geschichte einfach ganz kurz. Haben wir da etwas geopfert? Wie ich sage, ich denke, wir hatten keine Wahl. Wir konnten nicht wählen zwischen guten Beziehungen zu Russland, denen wir dann die Ukraine opfern. Diese Möglichkeit hatten wir gar nicht. Und wir haben sie auch nicht der Ukraine geopfert, sondern wir haben sie einem Prinzip geopfert, das wir verteidigen wollen. Das geht uns ja gar nicht so sehr um die Ukraine als Land, sondern darum, dass die Länder dazwischen. Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter, meine Damen und Herren, im Presseclub nachgefragt. Da werden auch die Kollegen noch Gelegenheit haben, auf ihre Fragen zu antworten. Was wir einfach als Fazit mitnehmen müssen, ganz schnell, beide Seiten haben Blessuren davon getragen und werden noch viel mehr Blessuren davon tragen. Ob es ein europäisches Haus auf absehbare Zeit gibt, das bezweifeln hier viele, obwohl es anders hoffen. Bleiben Sie bei uns, Presseclub nachgefragt, bei Phoenix auf WDR 5. Den anderen wünsche ich Informationen dann im ARD-Wochenspiegel. Tschüss, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie da sind. Es geht hier weiter mit Presseclub nachgefragt. Ihre Fragen bitte. Ich rufe auf Helmut Delau. Bitte schön, Herr Delau. Ja, guten Tag. Gruß an die Runde. Danke. Kleine Vorbemerkung. Ich schätze Putins Persönlichkeit als höchst problematisch ein. Es gibt ein Buch über ihn. Ich will den Titel nicht nennen aus Werbegründen. Und ich denke, dass sich seine Persönlichkeit, die ich als skurril erlebe, auf die russische Politik auswirkt. Was ist Ihre Frage, Herr Delau? Meine Frage ist, hilft das rationale Agieren, sprich Sanktionen, oder müsste man sich die Frage stellen, wie kann Putin beim Einlenken sein Gesicht wahren? Wie können wir ihm sein Gesicht lassen, dass er den Schritt ins Einlenken geht? Das war die Frage. Vielen Dank. An wen richten Sie die Frage? An die Runde. An die Runde. Wer möchte anfangen? Herr Tulczynski. Ich glaube, Gesichtswahrung Putin, ist das Stichwort. Würde ich mal meinen, Putin denkt weniger jetzt daran, also das Gesicht zu wahren, sondern daran, also dass in der Ostukraine jetzt Frieden einkehrt. Zumindest nach dem Äußeren, also was er tut, also was die Regierung tut, was Russland als Staat für Politik betreibt, also ist darauf gerichtet, also dass es aufhört, also dass dort geschossen wird. Also da würde ich einfach das über alles stellen, also was mit Fragen also nach Gesicht waren, also wie soll es weitergehen und so weiter. Es gibt ja Vorschläge, wie man das gesichtswahrend macht. Letzten Endes möchte Europa doch nichts anderes, als dass Russland an den Verhandlungstisch zurückkehrt und sagt, wenn ihr da ernste Probleme habt mit den Rechten der russischen Minderheiten in der Ostukraine, dann lasst uns doch besprechen. Dann führt man eben Minderheitenrechte ein, Sprachrechte. Dann gibt es dieses Stichwort von der Föderalisierung oder Dezentralisierung der Ukraine, das in der Ukraine selber leider etwas vermint ist. Aber wir wissen alles, was gemeint ist. Also man kann ja diesen Konflikt, wenn man will, politisch lösen. Das wäre dann gesichtswahrend. Aber dafür muss eben erstmal die
Unterstützung der Kämpfer in der Ostukraine mit Waffen und Söldnern aufhören. Und es ist eben die Frage, ob das überhaupt gewollt wird, weil die Separatisten der Ostukraine ja schon mehrmals gesagt haben, dass das, was sie wollen, ist entweder der Anschluss an Russland oder eine unabhängige Republik. Also die Frage der Autonomie, der zusätzlichen Rechte in der Ukraine steht für die Separatisten erstmal nicht zur Debatte. Sie haben ihr Ziel bereits ausgekoren. Ich rufe jetzt Simon Strebe aus Lörrach auf. Herr Strebe. Strebe. Okay, das ist hier falsch notiert. Bitte, Ihre Frage. Ich hätte zwei Fragen an die Frau. Ja. Die erste Frage wäre, könnte ein Waffenembargo gegen Russland langfristig Frieden und Stabilität in die Und das zweite wäre auch, wären Sanktionen gegen Russland für die deutsche Wirtschaft verkraftbar? Vielen Dank. Ich glaube, die zweite hatten wir schon in der Sendung beantwortet. Also Waffenembargo gegen Russland, bringt das Frieden in die gesamte Region, Ihrer Meinung nach? Also es würde sicherlich nicht unmittelbar für Frieden in der gesamten Region sorgen, aber es ist ein notwendiges Instrument. Wenn wir sehen, dass Russland mittlerweile bereit ist, militärische Instrumente anzuwenden und in der unmittelbaren Nachbarschaft militärisch tätig zu werden, können wir natürlich nicht einfach sozusagen sie noch damit unterstützen mit Waffenlieferungen. Deswegen, wenn russische Außenpolitik so bleibt, wie sie ist, dass sie aggressiv gegenüber ihren Nachbarstaaten ist, dann ist ein Waffenembargo absolut das richtige Mittel. Darf ich dazu nur einen ganz kleinen Punkt ergänzen? Waffenembargo ist, glaube ich, unter all diesen Instrumenten, die jetzt angewandt werden, das Symbolischste. Das ist wirklich nur ein symbolisches Mittel. Russland ist nicht wirklich abhängig von westlichen Waffenlieferungen. Russland selbst liefert sehr viel mehr Waffen, exportiert sehr viel mehr Waffen, als es importiert. Das ist wirklich ein symbolisches Mittel, eben aus dem Grund. Man sagt, dieses Land wendet Gewalt an, deshalb können wir keine Waffen liefern. Aber das ist nichts, was Russland wirklich schaden würde. Dazu kann ich ja nur sagen, einräumen. Das russische Außenamt hat vor kurzem, also vor ein paar Tagen protestiert, also gegen die Aufhebung des Waffenembargos durch die EU an die also diese Waffen, also können jetzt also auch an die Ukraine geliefert werden. Also zuerst im Winter wurde es beschlossen, also ein Embargo zu beschließen, einzurichten, damit kein Konflikt verlängert oder weitergeschürt wird. Also und jetzt, also klammheimlich, also wird dieses Verbot aufgehoben durch die EU. Das war nicht heimlich, das war eine offizielle Sitzung, in der das aufgehoben worden ist. Und es gibt keine Entscheidung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Ja. Gut. Der nächste Frage kommt aus Köln. Gundolf Seebecke. Hallo. Ja, Gundolf Seebecke ist mein Name. Grüß Gott in die Runde. Ihre Frage? Gerne. Ich würde ein bisschen weiter zurückschauen wollen und mich fragen wollen, was die NATO und was die EU auch in den letzten 10 Jahren auf die Angebote Putins gesagt und getan hat. Ich darf da an den Raketenschutzschirm denken, der wurde in Polen aufgebaut. Der wurde erklärt, dass er nicht gegen Russland gerichtet, sondern gegen iranische Raketen. Dann die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sonderwirtschaftszonen, die Putin vorgeschlagen hatte, wurden alle zurückgewiesen. Also mir scheint es historisch zu viel Ballast noch zu geben und zu wenig unabhängige Geister, die jetzt mal danach fragen, wo ist die Grundlage in Zukunft, unabhängig jetzt von diesem Konflikt. In dem Konflikt hat Russland völkerrechtlich große Schuld auf sich geladen, das ist gar keine Frage. Aber man sollte trotzdem jetzt Gespräche anfangen mit Russland seitens der EU und seitens der NATO, dass diese Gegensätze aufhören, denn ein Miteinander ist aus meiner Sicht ja durchaus möglich. Da gab es ja auch schon viele gute Ansätze, auch unter Kohl und mit Gorbatschow. Warum sollte man das nicht wieder aufleben lassen? Denn Russland wird nun die Hände hinters getrieben und der Konflikt wird umso größer. Also meine Frage ist, wie bekommt es die NATO und wie bekommt es die EU hin, unabhängig von dem ordentlichen Konflikt, da gibt es keine konkrete Lösung, wenn Russland nicht mitspielt, aber jenseits dieses Konfliktes wieder eine gemeinsame Basis, Wertebasis zu schaffen, die dann eventuell auch diesen Konflikt langfristig einmünden lässt in mehr Gemeinsamkeit. Danke. Ja, hier wollen alle antworten, glaube ich. Also ja, gibt es deshalb diesen unabhängigen Zugang? Bitte, fangen Sie an. Ja, vielleicht deshalb, weil ich glaube, dass da ein bisschen eine falsche Prämisse dahinter steckt, dass EU und NATO sich nicht um Zusammenarbeit mit Russland bemüht hätten. In den vergangenen Jahren hat man sich sehr stark um Zusammenarbeit bemüht und es gab auch gelegentlich immer wieder mal in Moskau den Versuch, diese Zusammenarbeit zu vertiefen. Es hätte noch im Sommer ein EU-Russland-Gipfel in Sotschi stattfinden sollen, wo man über ein umfassendes neues Vertragswerk reden wollte. Es war durchaus im Interesse der EU, engste Beziehungen zu Russland zu pflegen. Man hat immer von einer strategischen Partnerschaft gesprochen. Wenn Sie von der NATO sprechen,
Auch da gibt es eine NATO-Russland-Grundakte und eigentlich die Entscheidung, Russland als Partner zu sehen. Es ist also keine Entscheidung der NATO oder der EU gewesen, zu sagen, wir sehen jetzt Russland als Gegner, sondern es sind einfach die Entwicklungen der vergangenen Monate. Hier ist eine sehr interessante Frage von Hans-Joachim Habermann aus Frankfurt. Bitte, Herr Habermann. Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, mich wundert ja doch diese Runde, bis auf den russischen Kollegen, mit welch einer Selbstverständlichkeit Sie diese Sanktionen richtig ansehen und befürworten, unterschiedlich stark. Ich frage mich nur, auf welcher Grundlage diskutieren Sie eigentlich? Sie sagen, Russland mischt sich ein. Ja, Entschuldigung, NATO und der EU haben sich zumindest die USA seit 20 Jahren eingemischt mit 8 Milliarden Dollar. Und natürlich liefert der Westen auch Waffen an die Ukraine, damit da Krieg geführt werden. Also was soll denn das? Es ist doch, vergleichen Sie das mal mit der Kuba-Krise. Da wollte Russland Raketen stationieren, weit von der von Amerika entfernt. Da wäre fast ein Weltkrieg ausgebrochen. Und jetzt regen Sie sich auf, dass Herr Putin sagt, nee, also so geht das nicht, dass er die NATO einfach an meine Grenzen setzt. Herr Habermann, die EU-Verträge, die Sie da, die Assoziierung, da steht explizit drin, dass die Möglichkeit des NATO-Beitritts dann auch erörtert wird. Herr Habermann, also das ist jetzt, das ist eindeutig verstanden. Ich habe den Vorwurf, dass eine Einheitsmeinung, ja. Aber hier sehe ich, bei den deutschen Medien ist es genauso. Okay, also Sie beklagen diese Asymmetrie, dass es Vorbehalte, Vorurteile gibt und dass wir einen objektiven Zugang zu dieser Komplexität nicht haben. Frau Fix, was sagen Sie dazu? Und danach bitte Herr Tulczynski. Genau, also es sind einige Dinge, die faktisch falsch sind. Ohne Kuba-Krise. Es werden keine Waffen in die Ukraine geliefert. Es wurde nie diskutiert, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Das stand überhaupt nicht zur Diskussion zum Ausbruch. Es ging um ein Freihandelsabkommen mit der EU. Es ging auch nicht mal um EU-Mitgliedschaft. Und es sind auch keinerlei europäische oder amerikanische Truppen in der Ukraine stationiert. Das heißt, wenn man das Level der Einmischung vergleicht, was Russland tut, indem es die Separatisten mit Waffen unterstützt, und das Level der Einmischung, was EU und die USA vornehmen, nämlich mit wirtschaftlicher Unterstützung der Ukraine, sehe ich da doch einen sehr, sehr großen Unterschied. Herr Tulczynski, ist das berechtigt? Gibt es eine Asymmetrie der Wahrnehmung, also eine unterschiedliche Wertigkeit zum Beispiel von Einflusszonen? Die einen dürfen, die anderen nicht. Das ist sehr wohl so, denn allein also an der Tatsache, dass jetzt hier so gesehen wird, also maßgeblich so gesehen wird, also dass Russland jetzt also einen Krieg führt, also das klang auch in dieser Runde so, gegen die Ukraine oder dass Russland mit der Unversehrheit der Ukraine als Staats sich nicht abfinden kann. Das ist alles Thesen, also die ich einfach, also mir fehlen die Worte, also um sie zu widerlegen. Also sie sind so und das wird sie, nein, also nicht, also weil sie ja nicht widerlegen kann, sondern also weil es ja fast keinen Sinn hat, also dagegen zu sagen, also weil sie ja nach wie vor reproduziert wird, also und weiter hier im Raum und nicht nur in diesem die Raum stehen gelassen wird. Die Annexion der Krim ist aber eine Tatsache, Herr Tulczynski. Das ist keine Tatsache. Das ist also eine Verirrung. Drei Hinweise, einfach rechtliche Hinweise. Russland hat unterschrieben, die Grenzen der Ukraine zu respektieren und zu schützen. Unterschrieben, das ist ein Vertrag. Aber davor, darf ich gerade die drei Sachen sagen? Für den Abzug, die Abgabe der ukrainischen Atomwaffen, hat Russland einen Vertrag unterschrieben, dass es eine Schutzmacht der ukrainischen Grenze ist. Tut im Moment Russland alles, um die ukrainischen Grenzen zu schützen oder um sie zu verletzen? OSZE-Akte. Russland hat unterschrieben, dass jedes Land die Wahlfreiheit hat, sich einem Bündnis anzuschließen. Unterschrieben. Und wenn Sie jetzt sagen, Russland habe das Recht zu verhindern, dass ein Land sich der EU anschließt, klarer Vertragsbruch. Wieso habe ich das gesagt? Ja, wir setzen nicht die Sendung fort. Wir versuchen auch noch mal ein paar Zuschauerfragen zu integrieren. Das ist ganz wichtig. Danach war doch gefragt worden, was sind die Grundlagen dafür, Aber der Vorwurf war, dass es eine Asymmetrie der Wahrnehmung gibt und dass auch in solchen Gesprächsrunden eine Schieflage ist. Das war der Vorwurf, den wir mäßig, glaube ich,
aufgehoben haben. Frau Ariane Drewing aus Ingelheim. Bitte, Frau Drewing. Hallo, guten Morgen. Ihre Frage ganz kurz, dann kommen noch andere dran. Ja, folgendes. Also ich habe am 22.03. bei Wikipedia mir meine Weltkarte der Staatsschulden aufgerufen. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass die EU und die USA verschuldet sind bis über die Halskrause. Während Russland überhaupt keine nennenswerten Staatsschulden hat. Und das ist eine Tatsache, die in den westlichen Medien überhaupt nicht transportiert wird. Und ich frage mich, wenn da mit den Rankingagenturen gearbeitet wird und wenn da gesagt wird, wir greifen diese Finanzinstitute an, die sind ja überhaupt nicht darauf angewiesen, dass praktisch jeden Monat oder in kurzen Abständen immer wieder Kredite gegeben werden. Und das wird also völlig vernachlässigt. Das müsste man mal recherchieren und das müsste man auch mal im Fernsehen transportieren. Und meine zweite Frage ist... Nee, nur eine Frage. Nein, Frau Drewing, eine Frage, sonst kommen andere nicht dran. Ja. Herr Brössler, also die Russen brauchen keine Kredite vom Westen, sind gar nicht so... Das stimmt natürlich nicht. Die Geldhäuser, die jetzt betroffen sind von den Sanktionen, das sind Geldhäuser, die mehrheitlich in Staatshand sind, haben laufend sich am westlichen Kapitalmarkt bedient. Das ist einfach so, das ist auch nichts Besonderes. Russland ist Teil der globalen Ökonomie und sind natürlich abhängig davon. Wenn sie keinen Zugang mehr zu den westlichen Kapitalmärkten haben, wird das innerhalb Russlands ausgeglichen werden müssen. Das wird aber nicht gelingen, ohne eine Schieflage innerhalb Russlands zu bekommen. Insofern ist dieses Problem einfach da und ich glaube, da gehen ein paar Sachen durcheinander. Es reicht einfach eben nicht, keine Staatsschulden zu haben. Also Russland hat ja mittlerweile schon mehrere Auktionen für Staatsanleihen verschoben, weil einfach die Zinsen so hoch geworden sind. Das heißt, das Kriterium Staatsschulden oder wenige Staatsschulden reicht nicht alleine aus, um die Wirtschaftskraft eines Staates und insbesondere Russlands in dieser Situation zu beschreiben. Danke. Wir können noch eine ganz kurze Frage zulassen. Bitte, Herr oder Frau Derbent aus Wuppertal, ganz kurz. Es ist Folgendes. Es gibt in Russland zurzeit keine Oligarchen, der sich überhaupt mal gegen den Putin stellen kann. Das ist das eine. Meine Frage ist, will denn Westen mit diesen Sanktionen etwa erreichen, dass der Russe bzw. Putin Ostukraine in Ruhe lassen soll oder aber plus Krim wieder an Ukraine zurückgegeben werden soll? Dankeschön. Danke für die kurze Frage. Kurze Antwort. Also das erste Ziel, ja. Es geht darum, dass Waffenlieferungen der Zufluss von Kämpfern in die Ostukraine aufhört. Zweites Ziel, niemand glaubt heute, dass in absehbarer Zeit die Krim an die Ukraine faktisch zurückgegeben wird. Das wäre leider eine Illusion. Aber die USA haben das zu einer Bedingung für die Sanktionen gemacht. Ja. Also nur der Vollständigkeit halber. So, der Vollständigkeit halber muss ich Ihnen sagen, dass wir das längst nicht ausdiskutiert haben. Wir werden sicherlich noch Presseclubs zu diesem Thema haben. Wenn Herr von Marschall recht hat, geht ja die Krise, der Konflikt in der Ukraine, mit der Ukraine noch Monate weiter, wenn nicht noch sehr viel länger. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ein hochspannendes Thema. Weiter diskutieren, weiter lesen in unseren Sendungen. Und ich freue mich, wenn Sie am nächsten Sonntag wieder dabei sind. Tschüss in alle Welt. Tschüss.